Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Film-Review hier bei mir, Walis Film-Review. Und ja, wir machen heute mal nicht mit Grave Encounters Teil 2 weiter, so wie es vielleicht einige gedacht haben, weil es einen zweiten Teil davon gibt. Nein, wir machen heute mal was anderes. Und zwar geht es heute um den Titel End of Watch. Ja, allgemein nochmal zur Information, wenn ihr den Film geguckt habt, könnt ihr natürlich selbst eure Bewertung auch mal abgeben, so wie ich das immer mache. Ja, End of Watch, FSK 16 ist der Film freigegeben, also schon etwas härter, sage ich mal, zwar kein FSK 18, aber trotzdem nochmal 16. Und ihr könnt jetzt wahrscheinlich auch oben rechts im Bild wahrscheinlich wieder gleich mal den Trailer sehen, wo ihr euch mal den Trailer angucken könnt, wie ihr den Film vielleicht so findet vom her. Und ja, End of Watch ist quasi ein Thriller oder Abenteuer, ja, wie wird es noch, Drama, Film und so weiter, wird es immer betitelt. Also zum Beispiel unter Amazon, da ich jetzt mal, da steht es unter mehreren, da steht es unter Drama, Thriller oder Thriller, Drama, Abenteuer, Action, Drama. Also es gibt da verschiedene Kategorien, wo man den Film wirklich einteilen kann. Und ja, bei End of Watch, ganz kurz gesagt, eigentlich geht es darum, dass man zwei Polizisten verfolgt, die in South Central Los Angeles oder in Los Angeles für Recht und Ordnung sorgen. Und ja, der gute, die beiden Hauptcharaktere sind einmal Officer Brian Taylor und einmal Officer Miguel Zavala. Und ja, dazu muss man sagen, der Officer Brian Taylor wird von Jake Gyllenhaal gespielt und der Officer Miguel Zavala wird von Michael Pena gespielt. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Das ist auf jeden Fall kein englischer Name. Auf jeden Fall ist, glaube ich, mexikanisch oder spanisch. Ich weiß es jetzt gerade. Also, ja, gut. Und ja, Officer Brian Taylor macht für ein Studienprojekt, filmt seinen Alltag als Polizist in Los Angeles, was natürlich bei vielen Kollegen nicht so gut ankommt. Und ja, dadurch sieht man natürlich einige Sachen im halt den täglichen Ablauf, wie die beiden Jungs da umgehen mit einigen Fällen oder Einsätzen. Und da bleibt es natürlich über kurz oder lang, entwickeln sich natürlich einige Szenarien für die beiden, die doch sehr tückisch werden. Und ja, da ist eigentlich fast schon so ein bisschen der grobe Ablauf des Films. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall kann man sagen, es wird auf jeden Fall, sie gehen sehr tief in ein Milieu rein, in die, ich nenne es jetzt mal einfach mal Underground World von den USA. Ja, und legen sich halt mit ein paar Leute an, mit denen sie vielleicht nicht hätten anlegen müssen. Und ja, ich denke mal, das sollte eigentlich ausreichen zum Erzählen des Films. Ich möchte jetzt auch nicht genau zu sehr reingehen. Auf jeden Fall ist es sehr interessant gemacht worden. Und aber ist einiges, werdet ihr ja schon in der Bewertung sehen, wie ich das bewertet habe, warum ich das bewertet habe. Und ich würde mal sagen, nach ein paar Minuten kommen wir schon zur Bewertung des Films, weil ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel erzählen möchte. Vielleicht nochmal zu Hinweis, der Film stammt aus dem Jahre 2012 und ist jetzt erst ab den 11. April auf DVD erhältlich und auch auf Blu-ray. Ich habe ihn auch letzte Woche geguckt. Ich glaube, letzte Woche war es, genau. Die Woche hat er jetzt gerade halbwegs angefangen erst, obwohl heute ist Mittwoch. Okay, ja, letzte Woche, glaube ich, habe ich ihn geguckt, letztes Wochenende oder so. Und ja. Gut, machen wir erstmal mit der Bewertung weiter. Ich habe mir wieder 5 Kategorien rausgesucht. Von 0 bis 100 Punkte kann es geben. Aber ich denke mal, es wird kaum, glaube ich, einen Film mehr geben, der bei mir unter 50 Punkte kriegen wird. Ja, eigentlich nicht, weil ich mir solche Filme schon gar nicht antue zu gucken. Gut, ja, machen wir mal mit der ersten Kategorie weiter. Ist Action und Action. Ja, bei der Action, da ist ja doch eben halt Polizeiszenen sind mit recht viel Geballere und Jagereien, sag ich mal, ist natürlich sehr interessant. Als Action auf jeden Fall top. Bekommt auf jeden Fall mehr Punkte als Grave Encounters dort letzte Woche. Bekommt dort 16 Punkte, ist vielleicht nicht so viel mehr als Grave Encounters hat. Aber ich kann es keine 20 Punkte geben, weil es irgendwie, dafür müsste es eben halt dauerhaft Action geben. Ja, Spannung, habe ich dem Film 17 Punkte gegeben. Grund ist eigentlich ganz einfach, weil es eigentlich bis zum Ende einen fesselt. Man möchte unbedingt wissen, wie der Film ausgeht, weil man bei solchen Filmen weiß man eigentlich nie,
wie soll dieser Film jetzt bitte schon enden? Was passiert am Ende und so? Und daher gebe ich dem Film einfach da mal 17 Punkte. Bei der Kamera habe ich heute auch mal wieder reingemacht, gebe ich dem Film 17 Punkte. Ich glaube sogar ein Punkt mehr als Grave Encounters. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, der Grund dafür ist auch, dass diese Kameras eingesetzt haben, also Handkameras, finde ich sehr, was ich sehr schön finde, und auch aus so Kameras, die direkt am Körper dran sind, quasi, sodass man es quasi fast schon aus der Sicht der Person sehen kann, was ich sehr gut gelungen fand. Und daher gebe ich dem Film einfach mal da 17 Punkte. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Habe ich mir einen neuen Punkt mal rausgesucht, und zwar um die Umsetzung. Da beziehe ich das ein bisschen auf das Allgemeine zum, ja, ich sage jetzt mal zum echten Leben. Und dazu muss man, also man sieht natürlich ab und zu mal Dokumentationen über jetzt ist schon about, also über amerikanischen Polizeis und so, kann man ja manchmal sehr gut sehen oder wird auch manchmal sehr gerne gebracht im Fernsehen. Und dafür finde ich, wenn das wirklich so ist wie in den Filmen und oder in den Dokumentationen und so, ist der Film wirklich sehr schön übersetzt, sehr schön umgesetzt worden. Und dafür gebe ich dem Film auch mal 19 Punkte. Grund ist auch zum Beispiel dafür, dass die beiden, die beiden Hauptdarsteller haben sich sogar 5 Monate auf diesen Film vorbereitet. Muss man so sagen, sie haben waren 5 Monate lang Beifahrer in einem Polizeiwagen mit Schusswaffentraining, Kampfsport und ja und so weiter. Und also haben sich wirklich akribisch auf diese Rolle vorbereitet, was ich sehr, sehr schön finde. Und dafür bekommt der Film von mir 19 Punkte, weil er auch wirklich sehr realistisch wirkt. An einigen Stellen vielleicht ein bisschen zu unrealistisch, würde ich mal sagen. Aber ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so wirklich in dieser Untergrundwelt oder so drinne. Daher weiß ich nicht wirklich, ob das wirklich so abläuft. Es kann natürlich sein, dass es wirklich auch so aussieht in den USA. Weil wenn man zum Beispiel hört, was in Mexiko da immer abgeht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich so auch in echt ist. Und ja, zum letzten Punkt, die Handlung. Ja, ich sag mal so, die Handlung lässt natürlich nicht viel Raum im Grunde, weil es ist ja doch eine recht strikte Linie, die dort verfolgt wird, eben halt Polizisten, Einsätze und so weiter. Irgendwann kommt ein Böser, sage ich mal so ein bisschen im Grunde. Und daher kann ich dem Film da keine 16, 17, 18, 19, 20 Punkte geben. Daher gebe ich ihm bloß 15 Punkte in der Handlung. Macht allerdings desto nichts aus, denn der Film bekommt dann im Grunde oder insgesamt 84 Punkte, weil ja auf jeden Fall schon mal eindeutig besser bei als Grave Encounters. Ich glaube, da waren wir irgendwas bei 72. Waren wir bei 72? Auf jeden Fall schon mal 12 Punkte mehr als Grave Encounters. Ja, und ich fand den Film wirklich sehr schön, sehr nice. Kann ihn eigentlich bloß empfehlen für Leute, die auf jeden Fall auf sowas, solche Polizistenfilme oder sowas verstehen. Meine Freundin meinte, dass Polizeifilme mit Vin Diesel besser sind, aber weiß nicht, ich habe jetzt noch nie einen Polizeifilm richtig mit Vin Diesel gesehen, wo er zumindest ein Polizist ist. Und ja, daher gebe ich dem Film einfach mal 84 Punkte, kann ihn eigentlich wirklich bloß empfehlen. Und ja, das war es auf jeden Fall bei der nächsten Filmreview. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein wollt bei der nächsten Filmreview, und gebt eure Bewertung bitte an unter dem Video, wenn ihr wollt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.